Herzlich willkommen zum European Circle Report. In der vergangenen Woche tagte die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Mexiko. Hauptthema des G20-Gipfels sollte eigentlich der weltweite Hunger sein. Jedoch wurde aufgrund der anhaltenden Finanzkrise in Europa darüber nur am Rande gesprochen. Auch die Situation in Syrien war für die Staats- und Regierungschefs nur ein Nischenthema. Auf dem Gipfel sahen sich besonders die Staaten der Europäischen Union heftiger Kritik ausgesetzt. Sowohl die USA als auch Schwellenländer wie Brasilien und Indien rügten die Vertreter der EU für das Andauern der Krise in Europa und ihr Krisenmanagement. Die USA kritisierten, dass die Situation in Europa die weltweite Konjunktur ausbremse. Andere Teilnehmer wie China und Südkorea sehen wegen der gegenwärtigen Schuldenkrise in Europa auch die mögliche Gefahr einer Weltwirtschaftskrise. EU-Kommissionspräsident Barroso hingegen wies die Kritik auf einer Pressekonferenz scharf zurück. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir in Europa offene Demokratien sind. Nicht alle Mitglieder der G20 sind Demokratien. Aber wir sind Demokratien und wir treffen Entscheidungen demokratisch. Manchmal bedeutet dies, dass wir mehr Zeit brauchen. Ja, wir sind eine Union von 27 Demokratien und wir brauchen deshalb einen erforderlichen Konsens. Aber ehrlich gesagt sind wir hier nicht hergekommen, um uns Belehrungen in Sachen Demokratie oder in Sachen Wirtschaftspolitik anzuhören. Die Europäische Union ist ein Modell, auf das wir sehr stolz sind. Wir sind nicht selbstgefällig bezüglich unserer Probleme. Wir sind sehr offen für Vorschläge. Ich wünschte mir, dass alle unsere Partner so offen über ihre eigenen Probleme sprechen würden. Mit Sorge nahmen die Gipfelteilnehmer ebenfalls eine Zunahme von Handelshemmnissen weltweit zur Kenntnis. Immer mehr Schutzzölle, Einfuhrkontingente sowie Importverbote und Subventionen wurden in den vergangenen Jahren erlassen. In einer Untersuchung hatte die EU-Kommission festgestellt, dass der Protektionismus vor allem innerhalb der G20 massiv angestiegen ist. In der Abschlusserklärung des Gipfels wurde deshalb vereinbart, dass bis 2014 keine weiteren Handelshemmnisse in den G20-Staaten eingeführt werden. Das eigentliche Thema Nahrungsmittelsicherheit wurde dann nur noch am Rande besprochen. Diskutiert wurde über den starken Anstieg der Weltbevölkerung. Aller Voraussicht nach wird diese bis 2050 von 7 auf 9,3 Milliarden Menschen wachsen. Um eine sichere Versorgung zu gewährleisten, müsste dazu die Produktion von Nahrungsmitteln um 50 bis 70% steigen. Auch wurde darüber geredet, wie man die Spekulationen auf Nahrungsmittel eindämmen könnte. Kritiker bemängeln jedoch, dass die G20 nicht auf die Problematik von Biosprit eingegangen sind. Laut der Weltbank hat die Ausweitung der Ethanolproduktion dazu geführt, dass in vielen Regionen der Welt die Lebensmittelpreise um bis zu 75% gestiegen sind. Die schwarz-gelbe Regierungskoalition und die Opposition aus SPD und Grünen haben sich am vergangenen Donnerstag auf den Europäischen Fiskalpakt geeinigt. Eine solche Verabschiedung benötigt in Deutschland eine Zweidrittelmehrheit, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Da ist die Regierung auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Und diese knüpft ihre Zustimmung an Bedingungen. Dazu zählt auch die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Europa. Diese soll notfalls auch nur mit einem kleinen Teil an EU-Mitgliedsländern durchgesetzt werden. Nach wochenlangen Verhandlungen und einem Spitzentreffen im Kanzleramt einigten sich die Vertreter aus SPD und Grünen letztendlich mit der Bundesregierung auf eine Einführung des Paktes. Die Linkspartei kündigte indessen an, gegen den Pakt zu stimmen und wenn nötig zur Verhinderung auch vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Inhalt des Fiskalpaktes ist eine verstärkte Zusammenarbeit der Staaten der Europäischen Union im Bereich der Fiskalpolitik. Im Zuge dieser sollen Zuständigkeiten und Kompetenzen auf die europäische Ebene übertragen werden. Von dort würden alle beteiligten Länder der Fiskalunion gemeinsam Entscheidungen über ihre Ausgaben, Steuern und Abgaben treffen. Geplant ist, dass Länder, die gegen die gemeinsam vereinbarten Stabilitätsabkommen verstoßen, einen Teil ihrer Souveränität verlieren. Vergangenen Dezember einigten sich die EU-Länder mit Ausnahme Großbritanniens schon auf eine solche Obergrenze für Staatsschulden. Der Pakt wird in Kraft treten, sobald die ersten 12 von 17 Euro-Staaten ihn ratifiziert haben. Vertreter der Länder hingegen äußerten Bedenken. Viele fürchten, dass die hierdurch erzwungenen Sparmaßnahmen für manche Länder zu enormen Belastungen und Einschnitten führen könnten. Die Abstimmung über den Fiskalpakt soll am 29. Juni stattfinden. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.